Chef, du hast den Kescher nicht mitgebracht. Ich habe es extra gesagt. Ja, das ist der Krage, der ist heute verwehrt. Moin. Ja. Muss ich auch mal die Büchse hier im Betten ordentlich antrecken. Wie lubbig wer rum haben wir da jetzt recht. Kann ich einen Augenblick so angeln noch? Geht noch einen Augenblick, ne? Ne, ohne Jacke meine ich. Augenblick geht das, ne? So, also GoPro, das Ding muss immer hinter die Kapuze. Klack, läuft. Olli, jetzt bist du im Fernsehen. Hey, na? So, moin. Jetzt machen wir eine Angelei. Das geht euch dann vielleicht schon ein bisschen auf die Nerven. Oh, Olli, deine Angel liegt im Sand. Es geht gar nicht. Wo liegt denn deine? Das ist alles perfekt abgelegt. Komm. Perfekt. Bei mir war aber auch nur die Rute. Ja. Olle, nee. Ja. Und wir werden jetzt, wir angeln mal Zander, Rapfen und Barsch. Der ist jetzt gut angesagt, weil wir haben herausgefunden, dass man im Winter mit einem ganz speziellen Köder so alles durcheinander fangen kann. Ja, ihr kennt den schon. Ich gehe euch damit auf die Nerven. Aber ich habe jetzt auch, ich habe Bock auf Angeln. So, die letzten Tage hier, wir können, glaube ich, noch hier 5 Tage angeln. Dann haben die Zander und Barsche und so auch erstmal Ruhe vor uns. Und das ist der Rhino Tungsten Diamond Sand Eel. Ja, ich merke mir solche Namen ja immer nicht. Den werden wir jetzt mal rausklüdern. Und wenn das nicht geht, ich habe auch noch ein paar Gummis mit, wir wollen irgendwie einen Fisch fangen. Aber ich habe da Bock drauf, Olli noch mehr, weil hat ein paar Mal richtig gepunktet, das Ding, Olli. Und auf Wurfweite hier und so, fertig aufgeräumt habe ich. Und dann, nee, das muss ich dann nochmal wegnehmen. So. Viel zu viel mit, aber ich glaube, wir werden uns gar nicht so viel bewegen. So, mal gucken. Guck mal her, wird Sommer, da kommt das erste Segelschiff und da werfe ich mal nicht, weil da komme ich fast hin. Und die Gefahr ist immer, ne? Angelschule, Schiff, stellt euch vor, ihr werft und es gibt ja mal diesen Fall, dass ja, da was hakt und so ein Ding mal von allein losgeht. Die fliegen dann ja 3-mal so weit und dann geht ein Segelschiff im Nord-Ostsee-Kanal unter. Das wollen wir ja nicht. Ne? Boah, mit dem Wind. Geile Bedingungen und ihr werdet nicht sehen, wo der aufkommt. Baff! Da habe ich mich drauf gefreut, Olli, ich bin heiß. Noch hatte ich keinen Biss. So, und die letzten Meter. So 30, 40, die kurbel ich dann auch schon immer schnell ran. Weil jetzt bin ich auf die Fische scharf, die da draußen stehen. Das hier vorne kann man vielleicht, wenn das nicht geht, auch noch mal mit dem Gummi anangeln. Ja, habe ich überhaupt Moin gesagt? Weiß ich nicht mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Ich habe schon wieder so viel gesammelt. Vorsichtshalber. Also ne? Vorsichtshalber noch mal Moin, ne? Ich weiß echt nicht mehr, was ich eben gesagt habe. Ich muss erst mal rauskurbeln hier. Durch die Leine. Ich komme noch mal rum. Komm weg. Oh. Olli, mach langsam. Ich muss erst mal hier wegkurbeln. Es hängt der Haken bei mir in der Jacke. Ich werd wahnsinnig. Olli, mach langsam. Ich hab dich drauf nebenbei. Ich kann mich nicht bewegen. Bei mir hängen alle Haken in der Jacke. Boah, sauber. Auch wieder ganz vorne, das sieht man schon. Wieder am oberen? Mhm, am oberen Drilling. So, sorry für die schlechte Qualität hier. Jetzt läuft das hier. Boah, was für ein schöner Fisch. Schöner ja, Rapfen. Petri. Petri, Dank. Olli. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein Barsch ist. Das
Und Kescher. Die Kamera geht bei Olli nicht an. Ich hebe ihn einfach mal hoch. Guck mal her. Auf dem silbernen hier mit dem grünen Streifen, der ist so UV-aktiv. Ja, ne? Ne. Läuft. Petri. Den Barsch haben wir schon mal, den Rapfen auch. Jetzt brauchen wir nur noch den Zander. Ja, ich bin angesagt. Mal gucken. Und weg. Dein Absacken genommen, du. Ja, ich hatte ja hier eben, ich hoffe, dass ich den drauf habe hier. Also beim ersten Durchsacken, mein Schnurbogen drin, da fällt er natürlich relativ langsam. Und ich denke, der muss auch unten sein und kurbel. Und in dem Augenblick merke ich, dass ich einen guten Fisch drauf habe. Den habe ich natürlich dann, ja, mal vorsichtshalber nicht angeschlagen. Ne? Hätte ja passieren können, dass er sonst hängt. Aber die Angelei ist hammerspannend, weil Kontakte haben wir. Und ich hatte ja vermutet, dass das Barsche sind. Einen habe ich ja eben auch gefangen. Und wenn man dann, also wenn man Bisse bekommt, das haben die Rapfen allerdings auch schon gemacht hier, so Biss angeschlagen nicht bekommen und wieder angekurbelt und dann hat der Fisch nochmal genommen. Das sind keine Zander, das sind eher Barsche. Dann ist er vielleicht auch ein Trupp, ne? Dass der Kollege dann nochmal versucht, den Köder zu verhaften. Aber alle Bisse kommen auf, ja fast alle, auf voller Wurfweite. Fisch! Fisch! Du hast den Kescher nicht mitgebracht, ich habe es extra gesagt. Ja. Das ist der Krage, der ist heute verwehrt. Ich hatte so eine Eingebung. Ich bin hierher gelaufen und gesagt, Olli, wenn was beißt, muss ich einen Kescher mitbringen. Und erster Wurf und der Biss war da. Ist das ein Barsch? So wie der da schüttelt? Kann auch nicht sein, glaube ich nicht. Da ist der Zander. Ups. Ja, sauber. Jo. Ich habe ihn. Geil, ne? Jetzt haben wir alle drei. Jetzt haben wir drei Fische. Ja. Ja. Petri Jörg. Dank. Abhakmatte ist ja auch eine gute Abkniematte, ne? Ups. So. So, Köder. Ja, Schnurreste, aber ich nehme sie mal mit und dann habe ich in der Tasche mal die Katastrophe. Guck mal, so sehen die Dinger aus. Da steht der Name dann noch mal genau drauf. Und da gibt es natürlich verschiedene Farben, verschiedene Größen. Ja, habe ich hier alles so. Ja, ich habe ja nicht alle dabei, aber vielleicht kann man das mal einer. Schickt ja dann so einen UV-Streifen, da habe ich den Barsch mitgefangen. Pink, stehe ich auch drauf, habe ich schon viele große Hechte nebenbei gefangen bei dieser Angelart. Dann eigentlich aber natürlich, hier eigentlich nicht mit Stahl, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass hier ein Hecht beißt. So, ja, hier noch so einen schwarzen. Das sind die Teile. 17 Grammer, 12 Grammer, der fliegt auch wie Hupe. Aber hier kommt das auf jeden Meter Wurfweite an. Wir haben die Bisse, ja, nur auf voller Distanz. Ich habe auch mal einen Blinker rangehängt und so. Ich komme da nicht hin.
Da schaffen nur diese kleinen Teile wenig Luftwiderstand, ne? Die fliegen natürlich gut. Und ja, teilweise wiederholen wir uns jetzt auch, aber ich habe ja gesagt, hier, ich habe einfach auch Bock auf Angeln und will die nochmal zeigen, weil ja, ich bin überzeugt von den Ködern hier. Die laufen gut, die fangen Fische. Da würde ein anderer Köder vielleicht auch was fangen, aber man kommt da sonst nicht hin. Und das ist der Trick dabei. Na? So, Schnur angelig. Ja, das ist jetzt eine 7 Kilo Schnur, die ich da drauf habe, aber in dem Bereich bleibe ich immer ab. Irgendwie 6,9 bis 8 Kilo irgendwo. Bisschen dünner, bringt mir Wurfweite. Wir haben hier kaum Hänger. Einen Pickel habe ich weggeworfen. Aber da hatte ich mir eine Schlaufe aufgedreht. Die habe ich nicht gemerkt. Und dann habe ich beim Wurf die Schlaufe zu fassen gekriegt. Und ich glaube, das ist eine halbe Stunde her und der fliegt immer noch. So. Da hinten hat irgendjemand Aua gerufen. Ja, und das habe ich vorhin dann noch gesagt mit dem Segelboot. Ne? So, wenn da ein Schiff vorbei, nicht werfen, dann muss man mal einen Augenblick warten. Weil das wäre dann so ein Fall gewesen. Ne? Delle im Boot. Stellt euch das mal vor. Und jetzt, Olli, ich habe einen Kaffee im Auto. Ne? Ich hole uns jetzt mal einen Kaffee. Was hältst du davon? Ja. Verdient? Verdient. Und dann machen wir aber noch ein paar Würfe. Ach. Na? Ja, ich bin so durch. Aber wir machen noch ein paar Würfe. Kannst ich habe nach Hause fahren. Nein, ich habe Bock. Allein das weite Werfen bringt ja schon Spaß, oder? Ja, das macht Bock. Das bringt richtig Spaß, wenn man so Wurfweite machen muss. Ja. Das merkt man dann auch im Kreuz. Okay, ich nicht wirklich, weil das mache ich oft. Aber man merkt schon, dass man was getan hat. So, ich hole noch ein Käffchen. Was ein Luxus, ne? Ja, ja. Und dann werfen wir noch mal ein bisschen. So, ich habe mir meine Kaffeefee gewünscht. Moin. Und du hast jetzt eine Kaffeefee, Olli. Oh. Mit Liebe gekocht. Viel Zucker. Prost Kaffee. Kaffee. Herrlich, oder? Na, ihr alle, da ist auf einmal wieder Fisch. Das Licht läuft uns weg. Das, was wir hier machen, das ist echt höchste Konzentrationsstufe. Wenn man nicht so drauf ist, das heißt, wenn die Konzentration beim Wurf fehlt, dann wird das schon nichts mehr. Da merkt man dann, dass 10 Meter Wurfweite fehlen. Wenn ein Kameramann hinter einem steht und man nicht richtig durchziehen kann, wird das auch nichts. Okay, man taucht sich der nie im Weg. Nee, du läufst ja, du trittst auch nirgendwo rauf und so. Nee. Dafür liebe ich dich ja so. Ja. Ne? Dass du, ja. Ja. Ich werde bestimmt noch ein paar Würfe machen, aber wir müssen jetzt abmoderieren, sonst wird das zu dunkel. Und ja, was soll ich dazu noch erzählen? Wir haben gefangen. Die Fische, die ich am Anfang angesagt habe. Ja. Ja, die haben wir alle gefangen. Ein paar Tage dürfen wir noch. Ich fahre bestimmt hier am Sonntag hier nochmal her. Bisschen, wenn nichts beißt, kann man hier auch mal schön Schiffe gucken. Und ja, und dann wollen wir sehen, was wir dann ausfressen, wenn die Schonzeit da ist. Brassenangeln und was man da alles so machen kann. Meerforelle wird dann losgehen. Auf Lachse darf ich bald wieder. Ach, und so weiter und so weiter. Ideen gehen mir nicht aus. Unser Ziel ist Fisch, geht weiter. Und ja, haut rein. Danke fürs Zuschauen.